Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort im gleichen Leute. Heute machen wir mal die Schaffst du die Führerscheinprüfung? Test von Wissenswert. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Wir haben hier einen Test. Schaffst du diese Führerscheinprüfung? Und wir hören jetzt mal ganz rein. Bitte zähle für jede richtige Antwort deine Punkte mit. Viel okay. Spaß mit dem Video. Ach ja, und immer nur eine der Antworten ist richtig. Also pass auf. Wir haben eine Frage. Das hat er gerade erklärt. Das habe ich gerade übersprungen. Wir haben eine Frage und dann haben wir Antwortmöglichkeiten und eine von den Antwortmöglichkeiten ist richtig und wir sollten unsere Punkte zusammenzählen. Das bedeutet, wir machen jetzt, fangen wir jetzt an. Ich habe noch keinen Führerschein, noch nicht, und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, ob ich das schaffen würde. Frage 1. Du fährst mit 80 km/h auf einer Landstraße durch den Wald und unmittelbar vor deinem Fahrzeug steht plötzlich ein Reh auf der Straße. Die einzige Möglichkeit, es zu retten, wäre sofort auszuweichen, da sonst ein Aufprall unvermeidlich ist. Was machst du? A. Sofort ausweichen oder B. Geradeaus weiterfahren? Hä? Kommt noch C? Nö. Hä? Sofort ausweichen oder geradeaus weiter? Wie wär's mit Bremsen? Hä? Was für einen Sinn macht das denn jetzt schon wieder? Entweder du weichst sofort aus oder du fährst geradeaus weiter. Bei 80 km/h ausweichen ist fast unmöglich. Also ich will bremsen, wäre eigentlich die richtige Antwort, aber ich sag mal geradeaus weiter. Weil sofort ausweichen funktioniert nicht bei 80 km/h. Kommen wir zur Auflösung. Durch vorausschauendes Fahren soll man Wildwechsel schon im Vorhinein antizipieren und so immer aufmerksam durch Gebiete mit hohem Vorkommen von Tieren fahren. Wenn ein Tier doch unmittelbar vor das Fahrzeug gerät, sollte man nicht ruckartig ausweichen, da der dann entstandene Schaden deutlich höher wäre, als wenn man geradeaus weiterfährt. Okay. Wenn man somit auch sein eigenes Leben riskiert und das der anderen Verkehrsteilnehmer, ist B die richtige Antwort. Perfekt, ein Punkt. Am wichtigsten ist ein Punkt. Wir machen hier einen Text. So. Eins. Und Farbe auswählen. Schwarz. Eins. Eins. Perfekt. Okay. Besonders in Waldgebieten immer vorausschauend zu fahren, damit solche Situationen erst gar nicht geschehen. Okay. Ihr steht in einem Stau und plötzlich bemerkt ihr, dass sich ein Motorradfahrer einfach an euch und den anderen Autos vorbeischlängelt. Was? Ist verboten, oder? Macht ihr? A. Vorbeifahren lassen? B. Dafür sorgen, dass der Motorradfahrer anhalten muss? Also B bestimmt nicht. Oder C. Hupen und das Kennzeichen des Motorradfahrers notieren? Stehst im Stau auf der Autobahn oder was soll das jetzt so? Stehst im Stau. Und ein Motorradfahrer fährt an dir vorbei. Da sind Autos, da sind Autos, da sind auch Autos. Okay. Vorbeifahren lassen, Motorradfahrer den Hupen und Kennzeichen notieren. Normalerweise würde ich sagen A und C, aber es ist nur eine richtig. Also, ich würde eigentlich. Ich weiß nicht, ob man hupen darf. Ich sag mal A. Lösen wir auf. Was der Motorradfahrer macht, ist verboten. Doch ihn an der Weiterfahrt zu hindern, würde gegen den ersten Paragraphen der Straßenverkehrsordnung verstoßen. Okay. Somit müssen wir ihn weiterfahren lassen. Das Kennzeichen zu notieren ist per se nicht verboten. Doch gehupt werden darf nur, wenn eine akute Gefahr vorliegt. Okay, diese ist in diesem Fall nicht vorhanden. A ist also richtig. Perfekt. Du fährst auf einen Kreisverkehr zu. Welche dieser Aussagen ist richtig? A. Beim Einfahren in den Kreisel muss geblinkt werden. Auf gar keinen Fall. B. Beim Ausfahren in den Kreisel muss geblinkt werden. Beim Ausfahren. Warum? Kann ich euch jetzt kurz erklären. Beim Einfahren blinken macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil jeder weiß, ihr wollt in den Kreisel rein. Wenn ihr zum Beispiel hier steht, hier, da, und ihr wollt in den Kreisel reinfahren, hier, dann weiß jeder, ihr wollt hier reinfahren. Und da braucht ihr keinen Blinker zu setzen, beziehungsweise es ist inzwischen verboten, weiß ich gar nicht. So, und aber wenn ihr raus wollt, es gibt ja zum Beispiel hier zwei Ausfahrten. Wenn ihr raus wollt, müsst ihr, das sieht man gar nicht so gut, aber wenn ihr müsst euch überlegen, ihr fahrt in den Kreisel rein, dann gibt es drei Ausfahrten. So, und keiner weiß, aus welcher Ausfahrt ihr raus wollt, dann müsst ihr natürlich blinken.
Das ist meine Begründung. Keine Ahnung, was sagt er? Jeder Autofahrer wird also das beim wissen, Ausfahren. aber an alle anderen B. wusstet ihr, dass B richtig ist? Ja. Nur beim Ausfahren aus dem Kreisel soll geblinkt werden, okay. da man dem einfahrenden Auto signalisiert, dass man den Kreisel nun verlässt. Perfekt. Wofür steht das U in diesem Schild? Also, A, wie ernsthaft? B, Unfall. Bestimmt oder B. C, Umleitung. Umleitung. Ah, ja, ernst? Wenn so immer meine Theorieprüfung aussieht, dann habe ich. Von Punktzahl, es ist selbstverständlich die Umleitung. Die Umleitung. Kommen wir zum Fahrzeug. Ah, ja. In welchem Bereich findet man in der Regel den Hebel, mit dem man die Motorhaube öffnen kann? Das weiß ich nur, weil ich schon oft genug auf der linken Seite gesessen habe. Einfach so. So. Das ist auf jeden Fall links neben der Kupplung, beziehungsweise links unten am Lenker. Das ist hier. Jetzt bin ich hier. Sieht man das? Da, hier. Da ist normalerweise so ein Hebel. Den kann man drücken und dann, ja, es geht die Motorhaube auf. In der Regel befindet sich der Hebel zum Öffnen der Motorhaube links unterhalb des Lenkrads. Die richtige Antwort ist also A. Perfekt. Machen wir weiter. Wie nennt sich dieses Licht? A. Das Licht, oder? Das meinen sie wahrscheinlich safe. B. Ablendlicht oder C. Nebelschlussleuchte. Fernlicht nicht und Nebelschlussleuchte auch nicht. B. Safe. Also ihr merkt, ich kenne mich nicht so schlecht aus. Wenn es darum geht. Richtig ist die Antwort B. Das Ablendlicht. Wie viele Punkte habe ich inzwischen? Also. Das hatte ich richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Punkte, perfekt. Aber möglichst hell und weit zu erleuchten. 6. Aber andere Fahrer nicht blendet, wie das Fernlicht. Kommen wir zu einer Frage für alle Fahrer von Automatikwagen. In einem Schaltwagen gibt es Kupplung, Gas und Bremse. Mhm. Wenn man im ersten Gang fährt und nun in den zweiten wechseln will, was macht man dann? A. Erst Kupplung lösen und dabei Gas geben. B. Erst Gas geben, dann die Kupplung durchtreten. Oder C. Erst die Kupplung lösen und dabei die Bremse drücken. Was ein Schwachsinn. Wenn du in zweiten Gang schalten möchtest, trittst du die Kupplung und lässt das Gas los. Drückst die Kupplung, schaltest in zweiten Gang. Dann lässt du die Kupplung kommen und gibst Gas. Also wahrscheinlich dann A. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es macht halt würde halt sonst keinen Sinn ergeben, weil Gas geben und dann die Kupplung treten macht überhaupt keinen Sinn. Kupplung lösen und dabei bremsen macht noch weniger Sinn, also wirklich gar keinen Sinn, dann bleibst du stehen. So, und schaltest nicht den zweiten Gang. Und bei Kupplung lösen, es muss A sein, weil beim Schalten ist es so, man drückt die Kupplung, lässt das Gas los, drückt die Kupplung, schaltet den zweiten Gang, dann lässt man die Kupplung los, beziehungsweise, was heißt los, also man lässt sie kommen im Gas, nennt man das auch. Mit dem Schleifpunkt. Also A. Safe A. Safe. Wenn das B oder C ist, dann, keine Ahnung, dann, was weiß ich. Jeder Schaltwagenfahrer hat diese Automatismen tief eingespeichert. Doch für Menschen ohne Führerschein oder die, die ihren auf Automatik-Auto machten, ist diese Frage nicht ganz einfach. Bestimmt mache ich meinen Führerschein immer noch Automatik. Wusstest du ja doch, dass es Antwort A ist. Ja. Von einer Frage für Anfänger zu einer Frage für echte Verkehrsexperten. Okay, jetzt möchte ich mal gucken. Kann ich diese Frage beantworten? Was kommt? Wo findet man diese Schilder? Soll ich direkt gehen? Wo findet man diese Schilder? Warte mal. Ich glaube, man sieht es nicht gescheit. So. Wo findet man diese Schilder? So. Wo findet man diese Schilder? Willst du mich veräppeln? Verbrücken. A. In Kriegsgebieten, B. Vor Brücken oder C. Vor Tunneln. Da muss man richtig krasse Ahnung haben beim Verkehr. Klar, das ist eine Frage für Experten, Leute. Klar, warum nicht? Diese Schilder werden auch MLC-Schilder genannt und beschreiben die Geschwindigkeit und das Gewicht, mit der Militärfahrzeuge maximal über Brücken fahren können. Danke. B ist also richtig. Kommen wir zur letzten Frage. Was musst du bei einem Stoppschild?
A. Langsamer fahren, aber nicht zum Stillstand kommen. B. Zum Stillstand kommen und wenn möglich direkt weiterfahren. C. Mindestens 10 Sekunden stehen, erst dann weiterfahren. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass es ein Limit gibt von der Zeit, wie lange du stehen musst. Aber, also langsam fahren, aber nicht stehen, dürfte nicht stimmen. Weil langsam fahren, aber nicht stehen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Weil du musst von dem Stopp halten. Aber für 10 Sekunden, klar, ich weiß gar nicht, gibt es dafür ein Limit? Also wirklich, ich habe da gerade überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube B, weil wenn du am Stoppschild stehen bleibst, kurz guckst, ist nix, fährst du weiter. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube B. Lösen wir auf. Bei einem Stoppschild muss das Auto kurz komplett stehen bleiben. Doch eine Zeitvorgabe gibt es nicht. Perfekt. Somit ist Antwort B richtig. Kommen wir jetzt zur Auflösung. Ich habe alles richtig. Und da müssen wir jetzt sehr streng sein, musst du mindestens 8 Punkte haben. Wie viele Fragen gab's? Wie viele Punkte habe ich überhaupt? Also 1, 2, 3, 4. Ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9? Fragen gab's nur. WTF? Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Fragen. Wenn du mehr als 6 Punkte hast, dann bist du zwar durchgefallen, aber kennst dich dennoch recht gut im Verkehr aus. Warte mal, was hat er gerade gesagt? Warte mal, was hat er gerade gesagt? Jetzt sehr streng sein, musst du mindestens 8 Punkte. 8 Punkte haben. Musst du haben, um zu bestehen. Wenn du mehr als 6 Punkte hast, dann bist du zwar durchgefallen. Geil, wenn ich 8 Punkte habe, dann habe ich es geschafft, aber wenn ich mehr als 6 Punkte habe, dann bin ich durchgefallen. Ja, macht gar keinen Sinn, aber okay, wir haben alles richtig gehabt und ja, zwar, ihr könnt den Test, ja, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wieso solltet ihr den Test machen, wenn ihr gerade alle möglichen Lösungen gesehen habt? Naja, so. Ja, trotzdem, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dahin, haut rein und tschüss, ciao.